Willkommen zurück, meine Erdenbaum-Avatare da draußen. Hier bei Elden Ring und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Ihr kennt den Drill. An dieser Brücke kommt hier irgendwie ein Drache oder so, oder ist der nur oben? Ich glaube, nur oben ist der Drache drauf, ne? Aber hier kommen schon wieder Kugeln, die runterrollen. Sie hat schon kommen. Ob wir den schaffen, den Drachen, ich weiß es nicht, weil der wird uns bestimmt auch wieder one-hitten. Wir dürfen halt nicht getroffen werden, das ist halt echt schwierig. Ach, das war der Weg, stimmt, ich erinnere mich. Oh. Und gleich sind wir direkt vergiftet. Okay. Okay. Ich glaube, der Drache wird echt zu schwer, aber wir können es ja mal einmal probieren. So ein Brückendrache ist sowieso schwer, weil du kannst ihm super schlecht ausweichen auf der Brücke. Muss man dazu auch mal sagen, man kann ihn echt schlecht ausweichen. Ich hole auf jeden Fall meinen Summon dazu. Einfach nur, weil der halt, das wird hart, das wird sehr hart. Ich glaube, der wird mich jetzt einfach one-hitten, wie auf der Brücke schon, einfach wie Feuer jetzt, wenn ich auf ihn zurehe. Oh, es geht aber. Ey. Ich komm nicht vorne ran. Ich hänge fest, kannst du knicken. Okay, jetzt macht er was Böses. Ja, das ist das Scheiße, das ist der Scheiß. Okay, es geht. Er dreht das nicht, die Art der Attacke. Das ist das Gute. Der Drache ist down. Down ist er. Wunderbar. 80.000 nochmal. Nochmal ein Level up. Noch ein Drachenherz. Der Typ vor dem Tor vorne, glaube ich, das wird schwierig, den zu besiegen. Weil der seinen komischen Angriff hat. Mit dem ich einfach aus dem Pferd haut und ich kann ihm nicht ausweichen im Angriff, glaube ich. Vielleicht mit Springen oder so mit dem Pferd, ich weiß es nicht. Warte, hier vorne ist doch, da vorne ist doch Grace. Warum gehe ich nicht da direkt hin? Ja, der Drache war einfacher als gedacht, muss ich sagen. Aber ich bin auch vielleicht mittlerweile einfach stärker als gedacht. Das kann natürlich auch sein. Seitdem ich das letzte Mal hier war, haben wir auch schon wieder einige Level drauf gehabt. Wir haben jetzt wirklich fleißig gelevelt. Weil wir kriegen auch fleißig Runen, muss ich sagen. Haus Vulkan haben wir auch, glaube ich, irgendwie 4-5 Level-Ups gehabt in dem Haus Vulkan. Hier haben wir jetzt auch schon wieder 3 Level-Ups gehabt. Also die Level werden uns gerade ein bisschen hinterhergeworfen. So ein bisschen. Also ich beschwere mich natürlich nicht, wenn mir die Level hinterhergeworfen werden. Für mich ist das ja super. Ich brauche die ja noch, die Level. So. Verfolgt mich irgendwas oder kann ich kurz mal was gucken? Okay. Ich wollte gerade mal ganz kurz gucken. Habe ich noch Dunkelschmiedesteine bis zur 7. Stufe? Habe ich welche dabei, ja? 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ein 8er habe ich leider nicht mehr für das andere Schwert.
Okay, ich weiß halt nicht, ob ich summon kann für den Gegner, aber ich glaube fast nicht. Der Gegner ist wohl einfach arschig. Ah doch, kann ich. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Leben mehr oder was? Hat er nicht geheilt? Naja, okay. Passiert. Aber wie sah das gerade aus, als wäre das, als hätte ich kein volles Leben gehabt, als der Schaden abgezogen wurde. Na gut, dann packe ich den Tod mal eben drauf, wenn du so unzuverlässig bist. Die Runen kriege ich vielleicht nicht wieder, das ist gut möglich, weil die Runen sind nicht meine Priorität gerade. Meine Priorität ist der Gegner. Okay, doch, der haut mich komplett vom Pferd und haut mich tot mit einem Schlag. Ich muss aufpassen. Oder ich muss ohne Pferd kämpfen. Oder sehr vorsichtig halt wieder drumherum kreisen und dann, dann angreifen. Immer wieder, wenn sich eine Möglichkeit bietet, wie bei den Drachen. So mache ich das bei den Drachen ja auch. Das sind die Runen nicht mehr im Spiel. Es waren eh nur 27.000. Ich werde es überleben. Das ist so krass, weil am Anfang des Spiels, wenn du da 27.000 Seelen gehabt hättest oder Runen gehabt hättest, das wäre so viel für dich gewesen. Ich habe vergessen zu heilen, ne, nachdem ich den gerufen habe. Ja, ja, das passiert mir schon mal. Okay. Wow. Aber er haut mich trotzdem vom Pferd runter. Ich bin noch hinter ihn gerollt. Das wäre noch mehr Spiel. Ehrlich. Okay. Okay, 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 mein Freund. Schade. Knapp. Sehr knapp. Stufe 1.
Ach so, nee, meine ist auf Stufe 4 oder 5. Was redest du da? Auf plus 7 ist die. Deswegen ist sie ja so stark. Was mit dem Pferd? Das mit dem Pferd hat keinen Sinn. Der ist echt so agil, der Typ. Ich kann ihn nicht mehr anvisieren. Ich konnte ihn nicht mehr anvisieren. Ja, wunderbar, nice. Huh. Gargold-Schwarzschwert und Gargold-Schwarzhellebarde. Und nochmal 88.000 Runen. Nee, das. Rinotino, die Waffe, die ich habe, die unterstützt keine Fette. Das ist eine von den Dunkelschmiedewaffen. Die unterstützen keine Fette. Die sind schon zu stark, so wie sie sind. Eieieiei. Okay, aber wisst ihr, was ich jetzt mal ganz kurz mache? Weil ich habe jetzt nicht wieder Bock, 31.000 Runen zu verlieren. Unsinnig.
Ich gebe mal A, die Klangperlen kurz ab, die ich habe. Und B, dann guck ich mal, ob ich was kaufen kann, was Schönes. Ja gut, Geistertal, ihr bist Level 3. Na gut. Nee, ich glaube, das von Radan, das Ding ist, glaube ich... Hatte ich eins vom Schlangentypen schon alles vorgelesen? Hatte ich das schon gemacht? Okay, scheinbar ja. Nee, ich hab mir noch nicht durchgelesen, oder? Aha, das heilige Schwert von Rekard, dem blasphemischen Fragmentträger, enthält die Überreste unzähliger Helden, die er verschlungen hat. Nun teilen sie sein Blut, sind auf ewig zu einer Familie verbunden. Mit jedem besiegten Gegner regeneriert diese Waffe einen Teil eurer LP. Die furchtbare Macht von Rekard, dem Fürsten der Blasphemie, erschafft sengende Geister, die eine Spur aus zeitlich verzögerten Explosionen hinterlassen. Diese Geister entstehen aus dem Zorn von Helden, die ein gewaltsames Ende fanden. Der Fürst gewährt ihnen eine Audienz, bei der sie vom Schlund der Riesenschlange empfangen wurden. Die Eingeweide der Schlange formten sie neu nach dem Abbild des Fürsten. So, und das habe ich aber durchgelesen. Einer riesigen Schlange an, um auf ewig zu verschlingen, zu wachsen und zu leben. Ich verstehe, der Vater Blasphemie ist lang und voller Gefahren. Wer ihn beschreiten will, muss bereit sein zu sündigen. Ja, das haben wir auf jeden Fall schon gelesen. Einzig, was halt noch irgendwie... Ansatzweise, selbst das Geschick 22, das skaliert dann auch mit Dex. Und auch das ist auch wieder mit Weisheit und hat auch wieder schlechtes Scaling, D, D, E. Eher nicht, also ich würde die eher nicht holen, ich würde die eher poppen dann irgendwann, wenn ich kurz am Ende des Spiels bin. Ja, keine Ahnung, der cool ist. Ist halt auch mega langweilig und du brauchst Glaube 16. Glaube ist wirklich nichts, was ich machen möchte. Der braucht Glaube. Glaube level ich aber nicht. Ich will eher auf Weisheit noch gehen. Da ja alles ein bisschen schwierig hier. Ja, ich wollte mal ganz kurz noch was gucken. Wir haben noch eine neue Waffe bekommen. Von dem Gargoyle. Aha. Ah, okay, das ist das. Okay, hat aber auch wieder Glaube mit drin. Kann man eigentlich mal was kaufen von dem einen Typen? Nee. Okay. Radan Speer kann man hier unendlich viel kaufen. Für den Bogen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir dieses eine Greatsword noch ein bisschen upgraden können. Mit den Runen, die wir haben. Da drüben war schon länger offen, ne? Da war ja Fia. Die Fia hat ja den Typen hier getötet. Hier ist aber noch nicht offen. Da wurde ja die getötet von vier. Well, I took you for no matter to lay out your arm. Wir haben auch das ja noch nicht gemacht, glaube ich. The girl has come a long way. As ever, time and technique have made her stronger. It is good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice or a daughter. At times, that's precisely what she feels like to me. I've gone soft. And it isn't easy. So. Das hat halt einfach direkt von Anfang an eine B-Skalierung. Das ist schon krass. Das hat jetzt einfach eine A-Skalierung. Guck dir aber den Schaden an, den ich da machen würde. 267 plus 352. Ich muss halt nur noch das mit den Weisheit schaffen. Dann ist auch noch zusätzlich 79 magischer Schaden obendrauf. Allein die Skalierung, wie krass die ist. 312. Das ist schon eine krasse Waffe.
So. Jetzt müssen wir halt nur das Biest töten, theoretisch. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, wenn ich ehrlich bin. Es gibt viele Dinge, die ich glaube, dass ich die schaffe, aber dieses Biest da drin, das ist echt übel. Ich glaube, ich kann dafür nichts summen. Ich bin mir aber gerade unsicher. Ja, ich habe die Quest ja leider kaputt. Ich hatte jetzt eigentlich hatte ich die letzte Todeswurzel, die wir brauchen, aber die ist ja schon tot und deswegen rastet der aus, weil das ist, glaube ich, der Bruder von die. Der da drin. Nee, nee. Weil ich eine andere Quest vorangelaufen habe lassen. Der ist sehr wütend, wie man sieht. Der ist ganz schön wütend. Und nicht nur wütend ist der ist auch ganz schön mächtig. Sich beruhigt. Man muss ihn gar nicht töten. Mal gucken, ob der jetzt wieder Agro ist. Ah, er ist wieder freundlich. Oh. Ich habe halt seinen Bruder getötet, den Dee. Also ich war das nicht, Fia hat ihn getötet, aber ich habe dafür gesorgt, dass das passiert. Hier. Oder kann es sein, dass es, weil er so viel Todeswurzeln gegessen hat bei mir? Ich setze mich nochmal hin, gucken, ob der jetzt wieder Agro ist. Nö, Agro ist er nicht. Aber ich bin gerade froh, dass ich ihn nicht töten muss. Weil der ist echt ganz schön übel, der Typ. Also wenn es irgendwie möglich ist, würde ich ihn ungern töten. Ja? Oder töten müssen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass er nicht so viel geben wird, wenn ich ihn töte. Wir hätten noch einen Boss, aber da habe ich gesagt, dass ich eher mit Wille arbeiten wollte. Aber vielleicht geht er jetzt ja besser. Ich weiß es nicht. Wir können einmal reingehen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wobei, wir haben jetzt einen Imitator als Träne. Das könnte vielleicht funktionieren. Die Träne könnte vielleicht wirklich gut helfen. Das ist so dumm. Okay, ding, ding, ding.
Okay. Bam bam badam. Badadam, bam bam badadam. Okay, mein Freund hat ihn getötet. Badam, bam bam badadam. Die Musik ist so schön. Das ist einer der schönsten Soundtracks in dem Spiel gerade, muss ich ehrlich mal sagen. Dieses Lied ist echt super. Ja, weil ich jetzt immer summon. Ich hole immer meine Imitator-Träne, die ist halt einfach Imba. Kann man nicht anders sagen. Großschwert des Götters tötet. Jetzt sag mir nicht, dass der noch besser ist. Als das, was ich jetzt aufgerüstet habe. Dann bin ich aber ein bisschen sauer. Nee, DDD. Das ist alles drei. Das ist mir zu viel. Des Guten. Zwei Skills kann ich gut handeln. Ich habe wieder echt viel Lebensenergie, muss ich sagen. Ich habe nochmal richtig viel in Kraft investiert gehabt. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz die Quest hier weitermachen, ne? Das fiel mir gerne rein. Ich habe doch das Item für die Quest hier oben. Hier. Für Rani, der Renner. Das hatte ich ja schon gemacht, oder habe ich das wiedergebracht? Hatte ich das schon wiedergebracht? Ich glaube schon. Doch, doch, das habe ich hier wiedergebracht. Was war denn danach nochmal, was ich danach machen sollte? Boah. Sagt sie mir das nochmal? Nee, nee, brauchst du mir nicht sagen. Wenn ich es wissen will, gucke ich im Wiki nach. Was du mir sagen kannst, ist, ob ich mit dir gesprochen hatte, nachdem ich das Ding geholt habe. Wenn du dich daran erinnern kannst. Okay, habe ich, offensichtlich. Oh, hier ist das Grace neu? Aber das ist neu. Okay, gehen wir mal ganz kurz vor das Ding, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass hier jetzt was passiert. Das habe ich halt nur gelesen. Das kann auch sein, dass das später passiert. Oh, wir haben 104.000. Wir sollten auf jeden Fall mal leveln. Laufe ich einfach mit 104.000 Runen rum. Na gut, aber das war's für diesen Part, meine lieben Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin haltet die Ohren steif. Wir haben so viele Bosse gelegt, auch in diesem Part jetzt, ne? Haben wir in diesem Part den Drachen, den Typen vor dem Ding, den Kleriker und den Boss gerade unten gelegt. Wir haben drei Bosse gemacht in dem Part, ne? Alter Schwede. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!